Mann, um zwei, drei. Hier heute am Palmsonntag, hier nach dem Regenwetter der vergangenen Tage, heute zur Einweihung bei trockenem Wetter unseren Bürgerpark begrüßen zu dürfen. Besonders begrüßen möchte ich unseren Bürgermeister AD Reinhard Kipp und Udo Rössing. Weiterhin freue ich mich heute, die Vertreter der Rasfelder Volleyballgemeinschaft, angeführt von Stefan Reckmann und Martin Elvermann, die der Bürgerstiftung Rasfeld Erle Homer, stellvertretend hier Herr Heiko Gudel, sowie die der SG Rasfeld Erle, angeführt von Herrn Martin Bergemann, begrüßen zu dürfen. Diese zwei Vereine und die Bürgerstiftung haben sich nicht nur an der Planung des Bürgerparks aktiv eingebracht, sondern sie sind auch dazu verpflichtet, hier künftig nach dem Rechten zu sehen. Dabei kommt auf der Volleyballgemeinschaft mit der Pflege der Buhlanlage und dem Wassertretbecken sicherlich die meiste Arbeit zu. Gleiches gilt für die Bürgerstiftung. Sie haben sich nicht nur aktiv bei der Geräteauswahl eingebracht, sondern auch darüber hinaus haben sie sich finanziell mit 25.000 Euro der höchsten Einzelförderung, die sie bisher vorgenommen haben, beteiligt. Vielen Dank dafür. Aber was bedeutet der schönste Plan, wenn er nicht umgesetzt wird? Hier möchte ich zunächst die Vertreter und Vertreterinnen der 7 Rasfelder und Erler Firmen begrüßen, als da wären die der Firma Baumeister Gala Bau GmbH, der Firma Niesing, der Baumschule Grunewald, der Firma Werner Kleinridder, der Firma Wehling Bau und der Firma Droste und last not least der Firma Beckmann begrüßen. Aber nicht nur dies, sondern ich möchte mich auch bei Ihnen allen ausdrücklich bedanken. Insbesondere auch bei dem Mann, bei dem die Fäden dieses komplexen Projektes zusammengelaufen sind, Herrn Sascha Herruth. Ich weiß gerade nicht, wo er ist, ich habe ihn aber gesehen. Der ist der Geschäftsführer der Firma Beckmann, die Generalunternehmerschaft für das Gesamtprojekt hatte. Bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang aber auch bei unseren Mitarbeitern des Bauamtes. Herrn Bauamtsleiter Bernd Rothaus, den sehe ich hier zu meiner Linken, der gleich auch die fachkundigen Führungen hier durch den Bürgerpark übernehmen wird, und Herr Bernhard Köstos, dem Rathaus intern die Federführung für das Gesamtprojekt oblag. Vielen Dank. Und ob Sie es glauben oder nicht, für den Bau des Bürgerparks musste eine Menge Geld fließen. Ohne den Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von insgesamt rund 346.000 Euro hätten wir das Projekt wohl kaum umsetzen können. Als Vertreter sind heute die Frau Rabbe und die Frau Althus und der Dezernent der Förderabteilung und unser Bürgermeister AD, Herr Andreas Grotendorf von der Bezirksregierung Münster, sowie Frau Daniela Glück-Lückewille als Vertreter unseres Landrates erschienen. Auch Sie möchte ich ausdrücklich begrüßen und meinen Dank für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Wochen und Monaten, ja fast Jahren kann man schon sagen, aussprechen. Da liegt der Bürgerpark jetzt vor uns. Wer wird diesen Bürgerpark künftig nutzen? Rasfelder, Erler, Romeraner, Erwerbstätige, Arbeitslose, Selbstständige, Kinder, Jugendliche, Schwitzende, Ruheständler, Sporttreibende, Fitnessbegeisterte, Erholungssuchende, Schachinteressierte, Menschen mit oder ohne Behinderung, Bullspieler oder die, die es noch werden möchten, Touristen, Kneippfreunde und. Kurz und gut, wir alle. Und weil das so ist, war und ist es so wichtig, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde hieran beteiligt haben. Besonders wichtig war uns, und damit meine ich wir, da meine ich insbesondere auch unsere Ratsmitglieder, die hier heute sehr zahlreich erschienen sind und die ich auch ausdrücklich begrüßen möchte.
dass hier die drei Vereine ihr Engagement nicht mit dem Tag der heutigen Eröffnung des Bürgerparks eingestellt haben, freut mich besonders. Vielmehr haben sich dazu auch verpflichtet, auch künftig die Pflege der Anlage zu übernehmen. Hierfür nochmal meinen ausdrücklichen Dank. Herr und Gott, alles, was du geschaffen hast, ist gut. Den Menschen hast du mit Leib und Seele wunderbar geschaffen. Er kann arbeiten und gestalten, braucht aber auch Ruhe und sportlichen Ausgleich. Wir danken dir für die Freude, die Spiel und Sport bereiten. Wir danken dir für die Kraft, die wir daraus schöpfen. Segne diesen Bürgerpark, der durch das Bemühen vieler Bürgerinnen und Bürger angelegt wurde. Schenke allen, die ihn nutzen und sich hier aufhalten, Gesundheit und Freude am Leben. Amen. Bürgerpark Grasfeld. Wir möchten ihn heute einweihen. Dies ist ein Bindeglied zwischen der Ortslage Grasfeld und dem touristischen Bereich der Freiheit mit seinem Schloss. Es wurde im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes, wo wir auch Bürgerforen abgehalten haben, gewünscht, dass wir einen Zusammenschluss zwischen diesen beiden Bereichen bekommen sollten. Also wir glauben, dass dies eine richtige Entscheidung war, das Ganze umzusetzen.